Und hat gesagt, oh, unser Moderator ist ausgefallen, du musst heute Abend auf die Bühne, du bist ja Schauspieler. Warum stehe ich jetzt hier? Er hat gesagt, du kannst ja, du kündigst nur einfach die Nummern an und du kannst ja vielleicht einen Witz erzählen. Ja, gut. So, jetzt müssen wir auch ein bisschen miteinander den Abend verbringen. Revue. Ich habe mich schlau gemacht im Internet. Revue sind unzusammenhängende Liednummern, zusammengehalten von tanzenden Girls. Das bin dann jetzt ich. Danke, Harry. Ja, jetzt habe ich aber, der hat mir einen Ablauf der Nummern in die Hand gedrückt. Den habe ich jetzt vor lauter Nervosität draußen liegen gelassen. Ja, dürfte ich den Ablauf haben der Nummern? Hallo, da ist doch eine Assistentin. Dürfte ich den Ablauf haben der Nummern? Ich habe das liegen lassen, ja. Naja, das passiert manchmal bei mir, wenn ich nervös bin. Also, herzlichen Dank, danke vielmals. Also, das ist der Ablauf des heutigen Abends. Sie können das selber lesen. So, dann würde ich mal sagen, ja, die haben mir gesagt, also ich soll dann sagen, Vorhang auf. Das mache ich damit jetzt, Vorhang auf. Das ist dann wie im Genf, im CERN, die Spannung fast, also diese Protonen dann. Jetzt geht es auf, fällt mir, jetzt spüre ich es. Ja. Ui, muss ich mir selber fast ein bisschen anschauen. Naja, sieht nicht so schlecht aus. Ein bisschen wie in New York, also so stelle ich mir zumindest New York vor, ich war noch nicht da. Ja, und da haben wir gesagt, da sind dann die Musiker da. Ja. Sie sehen selber, also Musiker bei der Arbeit. Ja. Ja, das ist der kürzeste Musikerwitz. Da sind sie. Folgende Namen hat man mir gesagt. Also hier, ja, Sie können es auch gleich selber lesen. Das sind unsere Musiker. Ja. Also das seien die Besten aus ganz Österreich, die wir finden konnten, die für diese Gage hier da oben spielen. Ja, die erste Gesangsnummer ist geschrieben vor über 25 Jahren und das hat der Harry hat mir das gesagt, glaube ich, etwa 10-mal, ich saß dann noch, bin ein bisschen geschminkt worden, vielleicht sieht man das. Und er hat gesagt, bitte sag, ganz wichtig, alle Lieder sind über 25 Jahre alt. Also da bin ich selber ein bisschen gespannt. Ja? Und die erste eben ist dann die Anusenfrau. Viel Vergnügen. Intelligent, bin solide,
Spielen. Und Rauchen, Spiel und Trinken tu ich nicht. Liebe ist möglich, Heirat ist drin, weil alleine Fernsehen holt für mich keinen Sinn. Kein Sinn, kein Sinn, kein Sinn, kein Sinn, kein Sinn, kein Sinn. Drum muss ich mich beeilen, ich muss mich noch rasieren. Die Zähne noch putzen und das Gesicht polieren. Und dann geht's ab zum Hallelu, zum Hallelu auf du und du. Zum Hallelu, und dann geht's ab zum Hallelu, zum Hallelu auf du und du. Gestiegen bin, da war dann in dem Bus, der dann nach Gmünd fuhr, da war noch ein Mann auch drin, also wir waren zu zweit. Und der saß ein bisschen weiter vorne und ich habe dann genießt. Er hat genossen. Ja? Und ich habe gesagt, Gesundheit. Ja? Und dann hat er sich umgedreht und hat gesagt, sind Sie aus der Schweiz? Nein. Der hat das sofort gemerkt. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Dann hat er gesagt, wissen Sie den Unterschied, kennen Sie den Unterschied zwischen Wien, dem Zentralfriedhof in Wien und der Stadt Zürich? Dann habe ich gesagt, nein, weiß ich nicht. Nein. Dann hat er gesagt, also der Zentralfriedhof in Wien ist doppelt so groß und Zürich ist doppelt so langweilig. Ja, so hat er dann eben auch gelacht. Ja. Ja,
Er hat dann gefragt, wohin fahren Sie? Dann habe ich gesagt, nach Pürbach, ins Waldviertel Hoftheater. Da hat er gesagt, ja, da fahre ich auch hin. Ja. Da geht es die Revue Blamage an. Und das hat sich dann herausgestellt, dass er ein großer Fan der Revue Blamage war in Linz, als diese Gruppe ja tatsächlich, die haben ja gespielt von... ich kann jetzt sagen, konnte jetzt die Namen nicht alle nennen, diese Ortschaften da, aber er hat gesagt, die haben sicher so, also sicher 7-8 Auftritte gehabt. Und er war einer der 7 Zeugen des letzten Konzertes in Scherdingen. Das soll legendär gewesen sein. Der Kellner hätte dann in der Pause gesagt, ob sie ein bisschen leiser spielen könnten. Der Stammtisch kann sich nicht unterhalten. Ja, ja, also das hat er mir erzählt und hat aber gesagt, dass er hat von diesen 7 Konzerten sicher 4 gesehen und jetzt wieder eben sich das auch an Janifa froh, dann konnten wir uns ein bisschen unterhalten und darum sage ich Ihnen, ich wusste am Anfang auch nicht, wozu es gut ist, dass ich mit diesem Mann gesprochen habe, aber jetzt kann ich Ihnen eben ein bisschen was erzählen, was er mir da gesagt hat. Die nächste Geschichte verstehe ich nicht, also Sie sehen immer noch der gleiche Ablauf, das ist wie Fadisation, ich weiß jetzt nicht, was das heißt. Da sieht man auch wieder die Länder, wir sind ja eigentlich Nachbarn, ne? Wenn man denkt, und doch dann sehr eine unterschiedliche Sprache, die wir sprechen. Aber Sie wissen wahrscheinlich, was das heißt. Das nächste Lied, also Fadisation. Wir sollten keine Zeichen mehr. So.
Lied zu singen. Also schauen Sie, ich bin dann heute, das war ganz eigenartig, also in Freistadt, kennen Sie, das ist ein schönes Städtchen, haben wir gefahren, so, schauen, da haben wir dann 3/4 Stunden Aufenthalt gehabt und dann hat dann der Mann gesagt, ja, gehen wir da in ein, wie hat er gesagt, also in dieses Beisel, ja. Und da habe ich gedacht, das ist also schon auch, die Länder sind einfach verschieden. In ganz Europa wird nicht mehr geraucht. Und da drinnen hat man das Gefühl gehabt, die rauchen die Wette alle. Und ich bin ja nicht Raucher und trotzdem habe ich mir gedacht, naja, jetzt hätte ich komischerweise Lust auf eine Zigarette. Und bin dann so an einem Tischchen, so schummrig beleuchtet, da saßen so zwei Männer so, Fette, also Goldkette am Sohn gehabt. Okay, und so. Ich habe da kaum verstanden, was sie gesagt haben und bin dann hingegangen und habe gesagt, guten Abend, also Mittag, glaube ich, oder so, war ein bisschen nervös und habe dann gesagt, dürfte ich bitte eine Zigarette haben? Dann haben die gesagt, ein Furzen kommst du um. Dann habe ich gedacht, naja, Furzen, bei uns heißt es Ziggi, ja, Ziggi. Und dann habe ich gedacht, ja, Furzen, ja, gut, ja, ja, gib mir eine, ja. Die haben mich groß angeschaut und irgendwann habe ich dann, naja, gut, und habe mir dann eine genommen, danke für die Furzen und bin gegangen. Mein Begleiter hat mir nachher gesagt, was Furzen heißt. Ja, und dann so, ach, gut, wahrscheinlich haben die gedacht, ich habe den schwarzen guten Karate oder so. Ja, also Sie sehen, das ist unterschiedlich mit der Sprache. Ja? Also so zum Beispiel. Der Mann hat auch gesagt, dass dann der Harry, der Harry Gumberger, den Namen von mir, der hat zu dieser Zeit auch ein Reisebüro gehabt in Spanien. Prima hat er das genannt. Weil Spanien, die haben dann so auch das Liter Harry, diese nur 3 Jahreszeiten, also dieses Frühling, Sommer, Herbst, Frühling, Sommer, Herbst. Ja? Dann ist er dann ins Waldviertel gekommen und da hat er auch wieder die 3 Jahreszeiten. Ne? Herbst, Winter, Frühling, Herbst, Winter, Frühling. Ja? Ja. Jetzt die Geschichte, die hat Harry auch dann, glaube ich, in Spanien geschrieben, während wahrscheinlich die anderen auf ihn gewartet haben in Linz und die heißt Coca-Cola. Sondern schauen wir uns zu buchen, das ist günstig.
Kanzlei steht da und hat für sie bereit zu sein. Thank you.
Bürbach. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich war noch nie in New York, aber so stelle ich mir das dann vor. In diesen Clubs, wo man so sitzt und den Musikern zuschaut bei der Arbeit. Ja, der Harry hat jetzt mich gerade noch so an der Hand genommen und hat gesagt, du, wir müssen noch über die Gage sprechen. Und also er hat jetzt gesagt, er übernimmt die Fahrtkosten von Linz nach Gemünd. Da bin ich froh. Da ist schon ein bisschen was ersetzt. Ja, irgendwie fühle ich mich ein bisschen, als ob ich mich auflösen würde. Fühlen Sie das auch? So wie die Materie stimmt nicht. Ja, vielleicht hat das mit dem Urknall, wissen Sie, da in CERN haben Sie dieses Experiment gemacht. Kennen Sie da, wo Sie die Protonen beschleunigt haben? Das muss man sich mal vorstellen, haben Sie die Protonen, haben die geschickt durch 12 Kilometer, ja. Das wird Ihnen dann ganz schwindig und damit versuchen Sie dann diesen Urknall zu machen. Ja. Und das hat ja jetzt fast funktioniert, das ist also am Laufen. Ich glaube, ich löse mich langsam auf, ich habe so ein ungutes Gefühl. Auch so von, weiß nicht, komisch. Fühlen Sie nichts? Fühlen Sie sich wohl? Können wir mal Licht geben? Ich möchte mal schauen, also ich versuche jetzt, dass man ein bisschen das Experiment zu kontrollieren. Ha? Weil ich würde Ihnen, also wenn ich das Gefühl habe, dass Sie sich auflösen, ja, könnte ja sagen, ja, plötzlich lösen Sie sich auf, ich würde das melden, ha? In der Schweiz. Ja, würde dann nach Genf telefonieren und sagen, hier in Bürbach lösen sich die ersten Menschen auf. Ja, funktioniert also das Experiment. Ja. Ja, also Sie können jetzt wieder Licht ausmachen. Das ist das Erste, jetzt lösen Sie sich zum Beispiel auf, für mich. Ja. Das ist nur ein sehr subjektives Experiment, natürlich. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ah ja. Ich soll eben, also ich versuche es nochmal mit dem, also kennen Sie die drei Vorteile von Alzheimer? Also der erste, man kann seine Ostereier selber verstecken. Zweitens, man hat jeden Tag neue Freunde. Drittens, man hat jeden Tag neue Freunde. Ja, das ist echt mein Auftrag. Ja. Okay. Es ist so. Fühlen Sie nichts? Sind Sie ganz sicher, dass Sie ganz hundertprozentig mit jeder Materie da sind? Also wissen Sie, haben Sie das überprüft? Ich sage, also gut. Okay, wir können nachher dann nochmal weiterschauen. Also gut, das nächste Lied. Ja, also da muss man ja die Lieder schreiben und auch komponieren. Da hat dann der Harry auch noch so gesagt, vorhin bei der zwischen den Gaschenfall, also übrigens, geht, also die Lieder, die ich singe und einige mit meinem Pepe gehen, habe ich selber komponiert. Also bitte sagt, dass also die Kompositionen sind eben zum Teil auch von Harald Guggenberger, der damals auch in Spanien als Straßenmusiker aufgetreten ist. Da hat er Erfahrung gesammelt in Spanien. Also, die nächste Geschichte heißt Das Gehirn. Was singen Sie? Lesen. Lesen. Aber ich glaube, dass du nicht lesen. Und er wird zu klein. Das muss ich lesen, nicht? Entschuldigung, ich soll das ablesen, wissen Sie, hat mir eine Lesebrille hier. 1,5 Dioptrien. Ja bitte, also das, ich meine jetzt bitte, Sie brauchen nicht schüchtern sein. Das kommt ab einem gewissen Alter. Oh! Herzlichen Dank, wie viel sind das? Dioptrien? 3,5. Oi, da schlägt das CERN schon wieder zu. Da wird's, also mir wird es jetzt schwindig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Uiuiui. Das ist groß. Heieiei. So, jetzt müsste eigentlich dieser
Jetzt müsste eigentlich ein Sänger auftreten. Der noch bei den Sängern. Ah, ihr macht Musik und dann kommt der. Okay. Guten Abend. Haben Sie was? Ist was? Können Sie sich ein bisschen kürzer fassen? Aha. Ja. Wissen Sie, es hat einmal eine Frau gegeben in Österreich, die hat Blaumsteiner geheißen. Mhm. Der sehen Sie ein bisschen ähnlich. Was das auch immer heißen mag. Ein Akkord vielleicht nochmal. Der ist noch unsympathisch. Sie soll da mitsingen. Also, da bin ich immer neugierig. Mein Gehirn hat eine ganz normale Größe. Eine Größe zeig ich keine große Blöße. Doch leider bin ich nicht sonderlich intelligent. Mein Gehirn ist nicht viel besser als die Zähne. Leider kann man sein Gehirn nicht täglich putzen. Und die Frage ist, denn das noch etwas nutzen? Erinnerungslücken forschen tief die Nuss. Es ist furchtbar, was ich hier gestehen muss. Es hat alles gesehen. Wie ein Sieb. Es hat alles gehört. Ist alles. Hat alles verstanden. Was mir blieb. Dann kam es abhanden. Ah, ein Hirn. Es hat alles gewusst. Wie ein Sieb. Hat alles gedacht. Ist alles. War voller Aha. Was mir blieb. Jetzt ist nichts mehr da. Leider kann man sein Gehirn nicht täglich putzen. Und die Frage ist, denn das noch etwas nutzen? Erinnerungslücken furchen tief den Nuss. Es ist furchtbar, was ich hier gestehen muss. Es hat alles gewusst. Wie ein Sieb. Es hat alles gedacht. Ist alles. Es war voller Aha. Was mir blieb. Jetzt ist nichts mehr da. Ah, ein Hirn. Es hat alles gesehen. Wie ein Sieb. Es hat alles gehört. Ist alles. Was mir blieb. Ein Hirn. Es hat alles gesehen. Wie ein Sieb. Es hat alles gehört. Ist alles. Hat alles verstanden. Was mir blieb. Dann kam es abhanden. Ein Hirn. Es hat alles gewusst. Wie ein Sieb. Hat alles gedacht. Ist alles. War voller Aha. Was mir blieb. Ein Hirn. Es hat alles gesehen. Wie ein Sieb. Es hat alles gehört. Ist alles. Das Sern. Experiment, ja, Sie erinnern sich, gell? Es scheint zu funktionieren. Denn sein Hirn löst sich so langsam auf. Aber das ist anscheinend bei Tenören ganz normal. Vielleicht muss man da noch schauen. Ja, hey, ihr seid ja ganz dunkel da hinten. Was ist denn jetzt die. Ja, danke. Was machen wir als nächstes? Ich habe meinen Ablauf draußen liegen lassen. Die Apparatur. Ah, ja, jetzt wenn ich euch so da anschaue, das ist ja lustig, so Musiker haben wir einfach immer was ganz Eigenartiges.
Da kann man sich immer, ja, ich weiß nicht, da, ich will mich dann immer im Solothurn, wenn da die Musiker hinter mir sind und ich dort aber spiele, das ist etwas irgendwie ganz eigenartig. Schauen Sie mal, das ist wie ein Denkmal. Da geht eine junge Frau geht spazieren. Ja? Also dann sagt er, hallo! Und die junge Frau denkt, ich dachte, die ist jung, hat aber drei Dioptrien. Ne? So, oh, ein Frosch. Der sagt, hallo! Und dann sagt er, okay, nimmt den Frosch auf und schaut sich den an. Und dann sagt der Frosch, wenn du mich küsst, wird ein wunderschöner Jazzmusiker aus mir. Und sagt das Mädchen, naja, da bringt mir aber entsprechend der Frosch wesentlich mehr ein. Es dürfte sich der Abend so ein bisschen entwickeln, dass sich zwei Parteien entwickeln. Sie sehen, da wird gelacht, da eher weniger, ja, die Apparatur. Und zwar, die Apparatur ist komponiert und getextet von Peter Hulam, der auch ein ganz wichtiges Mitglied ist von der Revue Blamage. Der Peter ist in Linz, er ist krank geworden und kann nicht da sein. Die waren im Studio und haben Aufnahmen gemacht im Frühjahr und jetzt spielen sie also eine Band, sogenannt Playback, ja, also rückwärts, so wie die Musiker. Ihr bewegt euch bitte nicht, ja, so wie ihr das immer tut, und so, dass das Publikum aber sieht, dass ihr nicht spielt. Ja. Also bitte nicht spielen, es ist wirklich eine Playback und es ist eine Hommage an Peter Ulan in Linz. Wie steht's bei Ihnen mit den Depressionen? Ha? Oder neigen wir vielleicht gar ein bisschen zu Aggressionen? Sind wir vielleicht jähzornig, engstirnig, stur, brutal oder desinteressiert? Langweilig, banal und zuverlässig, erfolglos, lädiert oder übersensibel, kontakt und geniert, genusssüchtig und dem Glücksspiel erliegen oder aufdringlich und immer ungelegen, verschwenderisch und dadurch immer entmütend oder unsicher, scheu, dann rufen's zu, dann brauchen's nur eine Korrektur durch eine Kur mit unserer Apparatur. Und bringen dann ihr Hirn in die richtige Bahn. Jetzt lasst auf, jetzt mal gar keinen Bot von ihrem Charakter. Und der Output kommt wie immer streng vertraulicher Charakter. Und schon macht der Computer zu mir nix, dir nix von ihrem Innenleben. Ein Astro, ein Remix, das heißt, ihre Seele wird gleich perfekt harmonieren, denn wir führen nur First Class Software für ihr Hirn. Und ihr Hirn inspirieren, es steht jede Charakterkreation jederzeit zu ihrer Disposition. Ja, mit uns, da werden sie ein Mensch nach freier Wahl, mit Herz, Humor und Nerven wie Stahl, oder mit Fleiß und Sparsamkeit, Charme und Glück im Leben zu zweit. Thank you.
uns nur unsere Apparatur zur Persönlichkeitskorrektur durch eine Kur, dann haben sie in der Ruhe vor dem ganzen Tortur. Einem Sänger und einem Tenor. In Bern zum Beispiel, also wenn ich das jetzt in Bern gesagt hätte am Samstagabend, ja, da wäre die Totenstille gewesen, ja, aber dafür am anderen Tag in der Kirche hätten sie dann das Gelächter gehabt. Ja. Ja, so ist das in der Welt. So, ja, also die, wenn ich die drei Dioprin, darf ich die zurückgeben? Meine Gagen sind zwar nicht hoch, aber verstehen Sie, ich weiß nicht, wie ganz schwindelig. Sie sehen gut mit dem. Also, das ersetzt vieles. Schauen Sie, das ist sehr dichtdeutig. Wissen Sie was? Ich glaube, es sehr funktioniert schon. Spüren Sie es? Nein, ich glaube, vielleicht konzentrieren Sie sich mal. Ich glaube, ganz leichte Schwankungen haben wir schon. Ich bin mir da nicht sicher, ob die Umlaufbahn, ja, also das wird noch spannend, der heutige Abend wird noch sehr spannend. Wir gehen jetzt sofort weiter zu der nächsten Geschichte. Die kann ich jetzt wirklich vollkommen ankündigen, weil das haben die noch geprobt, bevor die Show begonnen haben, hat dann gesagt, ja, müssen wir noch schnell proben Da habe ich mir gedacht, boah, das ist vor 25 Jahren hat das der Harry komponiert und getextet, hat eigentlich fast was von heute. Progress-Marketing. Brainstorming, exposure, publicity, public relations, check auf Akkord, für Management-Rekord, Position, für die Kondition, Freizeitdesign, mit Jogging allein, um immer fit für den Job zu sein. Was denn von Marketing? Interviews and Brainstorming, was denn? Analysen, Boykott, Boom, Know-how, Computersystem, Entspannungspolitik ist interessant, vom Stress relaxen, relevant. Ein kompetenter Therapeut therapiert die Bienenleid zum Ausgleich vis-à-vis, gibt es Gruppentherapie. Das nennt man Marketing, Interviews and Brainstorming. Konferenzen, alternativen Tendenzen, Trends dekadent im Establishment, fürs Renommee, zu oben zu B, Schlankheitskur durch den Akupunktur und die Kapsel aktiv gegen Depressionen. Sie fühlen sich wohl, es wird sich lohnen. Das nennt man Marketing. Das Video.
Cola, Pix, Dekaman, Kunde, Meiner, Prodix, Amkloster, Klamalisten, Galt, Freier, Blöcker, Weh, Hipper, Bucker, Rund, Kitty, Kanschi, Toffi, Weißer, Riese, Werder, Dolle, Fahne, Kimmel, Etusch, Kaffee, Warte, das passiert, du bist dein Gesicht, Martin, die Anfangs und Dente, Fix, alles, Weber, Bum, Bruna, Mini, Lasten, Fix, Weber, Waffel, Fort, Selber, bist du Karo, Lux, Mark, Bess, Bebot, Warum, Banzer, Soli, Rot, Tiki, Zimitz, Video, Cola, Pix, Dekaman, Kunde, Meiner, Prodix, Amkloster, Klamalisten, Galt, Freier, Blöcker, Weh, Hipper, Bucker, Rund, Kitty, Kanschi, Toffi, Weißer, Riese, Werder, Dolle, Fahne, Kimmel, Etusch, Kaffee. Was denn mag man gewinnen? Im Restaurant, das nennt man Marketing. Das nennt man Marketing. Interviews and Brainstorming, das nennt man Marketing. Man hat mir gesagt, wenn ein Bluser klingt, gehst einfach von links raus. Ich hoffe, das ist ein Blues. Ist das jetzt ein Blues? Ja, kann man das sagen? Ja, irgendwie, mich beißt es da hinten so auf diesen, glaube mir wachsen so kleine Flügel schon. Ja, jetzt kann ich ja wirklich mal ganz ehrlich sagen, also ich finde, was ich in Österreich, also ich bin ja zum ersten Mal in diesem Land, heute aber gelesen habe ich ein bisschen was, und dass ihr keine Atomkraftwerke habt, das finde ich einfach ganz super. Das finde ich einfach lässig, ihr habt keine. Das ist toll, weil das ist ein langfristiges Experiment da mit diesen Atomkraftwerken, die produzieren da dann diese Abfälle, ja, also endlos, und bis wir dann irgendwie, ja, dann alle gemeinsam dann da hoch fliegen, ja, wenn wir dann wirklich Flügel kriegen. Das heißt ja, wenn morgen die Welt untergeht, ich weiß nicht, das hat, glaube ich, der Martin Luther King gesagt, dann würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Ja? Und Harry Gumberger sagt, wenn also morgen die Welt untergeht, dann baue ich heute schnell noch ein Haus. Die nächste Nummer heißt Mörtel im Blut. Thank you.
frag mein Marie. Jetzt träum ich einen Traum von einer neuen Existenz. Eine kleine Meditation, die ja. Am Mercedes-Benz. Die Scheide regnet bei einem Tenor, dann verbeugt er sich. Jetzt mache ich gleich weiter. Wissen Sie, wieso die Musiker, und das ist eigentlich unglaublich, macht es mal ein bisschen Licht auf die Bühne, damit wir uns gemeinsam, es ist schön, wenn man sich gemeinsam amüsieren kann über andere. Das ist in der Politik ja auch so. Also das macht am meisten Spaß. Also wissen Sie, warum Musiker um 7:30 schon aufstehen müssen? Ja, wissen Sie, die meisten Läden schließen ja um 8. Also, 1-0 jetzt für die Musiker. Also, es ging jetzt gegen mich, das ging hinten heraus. Und, ja, man muss es zugeben, man muss ehrlich sein. Ja, das nächste Lied passt aber zu der ganzen Unwohlsein von mir zumindest. Ich weiß nicht, wie Sie sich fühlen, mir geht es immer. Fühlt da immer weniger. Auf jeden Fall, das passt dazu. Es ist vor 25 Jahren geschrieben worden, passt aber zum Serien-Experiment. Abschied. Was überall krocht, da
dann biet ich die Stirn. Geb ein Hort spazieren und balle die Forst. Lass der Urgewalt kommen. Sag beim Abschied, es kommt sehr groß. Wurde sehr viel Chancen geboten worden und jetzt ist es gekommen, die nächsten 2,5 Stunden dieser Show gehört der Jugend. Wir sitzen besser. Ah, sicher? Das ist klar. Also, kann man auch was Licht haben? Der Jugend. Der Jugend wäre das jetzt. Ja, knapp. Also, hä? Nein, sagen wir der Jugend. Ja, der nächste, also ich gehe ja dann auch raus. Ja, wir gehen alle raus. Es ist mal ein, ja, der sogenannte U21 der Musik. Jus! Ob es Ihnen aufgefallen ist, mir ist es aufgefallen. Sie haben wieder Wahlen. Hört sich das, also ich weiß nicht, wie oft Sie unterwegs sind, also wenn man dann also von Linz hochfährt mit dem Autobus, da stehen die Politiker in den Feldern rum und strahlen um die Wette. Obwohl ich würde es nie im Herbst machen, ne? So in diesen abgemähten Feldern kommen diese Gesichter nicht so gut hin. Also ich persönlich, aber gut, das ist meine persönliche, also ich habe mir dann wirklich dann auch gedacht, weil ich dann, das war dann nach Freistadt schon, dann las ich dann Deutschkurse. Habe ich mir gedacht, ob ich das überstehe. Obwohl ich jetzt ganz froh wäre, weil ich muss morgen Abend wieder in Bern spielen und hätte ich gedacht, Heimabflug, ja, das nehme ich jetzt gerade noch. Dann zurück, also weil ich jetzt nicht Deutsch kann. Ja, dann haben wir in Gemünd bin ich dann auch, da war dann ein Fernseher und da wollte ich nur fragen, wo das Tram oder Bus, Sie wissen, fährt. Und dann habe ich gesehen, heute ist eine Parlamentssitzung übertragen worden im Fernsehen, das war sehr interessant, haben Sie das gesehen? Haben Sie gesehen? Ja, das ist spannend. Das ist Ihnen aufgefallen, die Parlamentarier dürften hier in Österreich sehr wenig Geld verdienen. Ja, ich kann mir das nur so vorstellen. Man hat lauter immer die Zosten da und dann haben sie Handy gehabt. Da sind sie wieder rausgegangen, wieder ins Handy. Ich habe mir dann gedacht, die armen Schweine, die müssen noch Autos verkaufen während ihrer Arbeit. Ja, die nächste Geschichte handelt ungefähr davon, jetzt von diesen nächsten
warnen. Und es geht wieder ums Gehirn. Es war einmal ein Menschenhirn, das saß im Kopf hinter der Stirn bei einem Mann. Und fand dort nicht sein wahres Glück. Es saß das Kleinhirn in dem Schoß, gelangweilt da, ganz arbeitslos. Schon jahrelang es nämlich brach, dachte nicht vor, dachte nicht nach, durch diesen Mangel am Betätigung. Natürlich an Bestätigung und dadurch kam ein Wind und Schwung. Es musste von dem Kopf sich trennen, der einst um 12 Uhr Mitternacht, da hat es sich davon gemacht, das Hirn dachte nun losgerissen, man müsse es vermissen müssen, was absolut der Fall nicht war, schon a priori war das klar. Hat man was selten in Gebrauch, vermisst man es dann selten auch. Doch der Politiker hat fortgewirkt, und den Verlust gar nicht bemerkt. Fürbach geboren, stimmt, oder? So ein Aborigine von hier. Ja, also eins dann, vielleicht, also ich will ja nicht, also auch Werbestrategen können manchmal ein bisschen hirnlos sein, und das ist, glaube ich, grenzüberschreitend. He? Das ist mir heute aufgefallen hier. Wir haben ja auch so ein Plakat gehabt, also das sind wirklich, das ist die Schweizer Grenze, die erkennen wir. Das sieht so ein bisschen wie ein Scheindel aus. Und so. Und da drin sind 4 weiße Schafe, die kicken, so ein schwarzes Schaf, tack, so raus Richtung Österreich. Ich finde es dann doch ein bisschen mies, wenn man immer auf den Schwächsten dann noch versucht, Kredit zu machen. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Jetzt hat man mir gesagt, Harry sollte hier sitzen. Er sitzt da. Und wir haben heute den, weil bei so einer Show, ja, ist ganz wichtig, dass verschiedene Sachen passieren. Und Harry hat sich heute entschlossen, ein Outing zu machen. Er outet sich jetzt für Sie. Das ist ein sehr spezieller Moment. Schauen Sie mich an, wie finden Sie mich? Dieses Gesicht.
Gesicht, ist es nicht widerlich? Bitte, Sie können jetzt sagen, es geht, dann sind Sie entweder keines Dits, oder Sie wollen mir vielleicht nur mitleidig schmeicheln. Da frage ich Sie konkret, würden Sie mich auch sprechen? Na seht, da haben wir's, Sie sind überführt, und ich hab die Opfer, die mir geboren. Also lassen Sie mich doch in Ruhe, Sie sehen doch, dass ich nichts tue. Ich schau mich nur in den Spiegel rein und denk mir, muss das wirklich sein? Sehr aktiv dort im Mörbisch. Also die machen sehr politisches Theater und sind immer bemüht, innovative Sachen zu machen, also wirklich dem Puls nachgehen, der Themen, die wichtig sind. Und
Und ich habe aus gut informierten Kreisen gehört, dass in Bern-Solothurn hat man das auch, unten, überall spricht man schon davon, dass sie nächstes Jahr das Leben von Elvis Presley als Operette spielen wollen. Ja? Also so eine Art ein tiefschürfendes Drogenproblematikstück. Ja? Wir können das natürlich hier auch. Die Revue Blamage hat reagiert vor 25 Jahren und hat ein Stück geschrieben für einen Tenor. Ja? Also Sie haben ihn schon gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn er dann kommt, ja, vielleicht klatschen Sie Tenöre, sind nämlich extrem sensibel. Ne? Muss man ein bisschen aufpassen. Ja, die haben das so, boah, draußen sehr schnell auf. Ja. Also vielleicht machen wir das Experiment, Sie werden schauen, wenn Sie klatschen, strahlt er wie ein Atomkraftwerk. Ja. Also, Tenor. Bein auf Bein. Das ist schon ein guter Hof, da ist nur dich als Muskelbuch, nur die Wale bin ich schon in der Früh. Und noch da unten nur ein Muskelkuh, die anderen auf Jovi und der Ex-Bandar. So in 7 Wochen bin ich ein Star. Die Frauen sagen zu mir, das tust du uns leid, wie ein Sprachunterricht, wo ich bis jetzt zurück bin. Und ist der Schluss mit dieser Primitivität, so nach Talent, der ist ja blöd. Drum halt sich jeden Dienstag in der Sprachlabor, dann werd ich richtig sprechen für das Frauen. So komm ich in mein Tanzlokal und die Frauen finden mich dann ideal. Nur eine Sache, die ist was blöd. Rock'n'Roll-Tanzen, das kann ich nicht. Ein Hund von euch nie, doch jetzt muss es sein. Ich schreib mich ein in den Rock'n'Roll-Bein. Bein auf Bein auf Bein. Ich würde sie gerne mitnehmen. Ich
Ich spiele morgen in Bern das Kätchen von Heilbronn. Ja, also, ja, vielleicht der eine oder andere Lust noch ein bisschen näher. Der Bern ist in der Nähe von Genf. Ja. Vielleicht können wir noch einmal Licht machen. Können Sie noch einmal Licht machen? Ja, ein Teil, schauen Sie, das Theater war voll. Ja, als ich heute auf die Bühne kam, schauen Sie sich um. Da hat sich einiges schon aufgelöst. Das Experiment funktioniert. Ich würde vorschlagen, wir beeilen uns, bist du soweit, hast du eingerichtet. Ich möchte gern mit diesem letzten Lied noch durchkommen, bevor wir uns da alle am Auflösen sind. Es hat mir wirklich gefallen und jetzt also kommen wir zum Lied Austrien Wein, heißt das, oder? Nein? Grüner Veltliner. Aber Veltlin gehört nicht zu Österreich, oder? Oder hat das mal zu euch gehört? Wahrscheinlich, das ist mal riesig, hä? Also dann heute würden wir dann eher sagen, rote Wiener oder so, hä? Aber wir bleiben beim Lied Grünen Veltliner. Ui, da steht der Mikrofon. Thank you.
Gentlemen. After the show, you can buy really good stuff in this restaurant. But you can find a man you can eat and you like me, but don't worry, he's a good friend of my brother. Yes, stop, stop, really good stuff, and you don't have to buy the other dealers here in the wood quarter. Why? Yes, the tourist people come to us in the wood quarter to find the good stuff. And they find in this restaurant really good stuff, and they drink it every day. Yes, every day they come to us special to drink everything. Or for example, look to this musician. They drink it every day too. They start early in the morning, yes, they look happy. Look happy people. Yes, hello. Yeah. After the show, I told you, you go in the restaurant, you find a good stuff. And if you have some problems, you can buy more. Yes, like the tourist people. Yes, they don't see what's happening tomorrow. No, today is today, tomorrow is tomorrow. And you have some really, really big problems. You have to buy more stuff. And you feel good. Yes, believe me. Yes. Vorzustellen am Bass Karl Seyer. Am E-Piano Hubert Schnauer. Posaune Josef Pinkel. Saxophon Herwig Grabnitschig. Hayon Andi Fried. Musikalische Leitung und an der Gitarre Hans Zickel. Every woman will look fine at the red hole.